ideale Übung für die Oberschenkelrückseite und der Po. Wir legen uns einmal auf den Rücken. Die Füße nicht zu nah am Po, auch nicht so weit weg, dass du den Fuß nicht auf den Boden bekommst, sondern einmal einen kleinen Schritt weg. Der Fuß sollte flach am Boden bleiben. Drück dann den Fußzeh, den großen, den Fußballen, den großen und die Ferse im Boden. Leg den Kopf ab und dann wirst du schon spüren, wie deine Oberschenkelrückseite, Wade und die Fußsohle anfangen zu arbeiten. Mit dieser Spannung wollen wir nun die Hüfte nach oben anheben und wieder lösen. Immer wenn wir nach oben gehen, kneifen wir Pobank zusammen, drücken die Ferse und die Fußsohle vorne fest in den Boden. Dadurch aktivieren wir noch mehr die Oberschenkelrückseite und es wird einfach wieder effektiver. Wenn du das so beidbeinig machst und sagst, okay, funktioniert ganz gut, wird schwerer, einbeinig. Genau das gleiche, ein Bein ranziehen, schön eng hier halten, ablegen, Druck auf den Fußball, Fußzehen, Ferse und dann push und lösen, push. Und lösen. Jetzt musst du mehr aus einer Seite rausarbeiten. Auch so wird es knackiger. Das ist die Hip Bridge.